Hallo liebe Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Körperpflege. Vielen Dank natürlich erstmal, dass ihr mein Video eingeschaltet habt und euch doch das interessiert, was ich euch zu sagen habe. Wie schon der Titel vom Video sagt, will ich euch heute repräsentieren: die Gesichtsmaske, Honig-Banane-Maske, Gesichtsmaske. Hört sich ein bisschen komisch an, ist vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn man sich vorstellt, dass man sich eine Banane aufs Gesicht schmiert, aber es hat positive Aspekte. Zu einem besitzt eine Banane ja Inhaltsstoffe oder Ballaststoffe wie Zink und natürlich nicht zu vergessen die Vitamine A, B und D. Ja, ich habe meine Hausaufgaben diesmal gemacht und Honig, wie schon gesagt, habe ich hier auch. Ist meine Geheimwaffe, denn diese macht natürlich zu einem die Haut weicher, zum anderen natürlich sorgt sie dafür, dass sich die Haut auch beruhigt und wenn man, wie ich vielleicht sieht man das, ein paar Pickelchen hat, ist es auch nochmal gut dafür, denn diese wirkt nochmal antibakteriell und unterstützt nochmal oder fördert nochmal, dass es schneller verheilt. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist die Gesichtsmaske, ich habe mir schon mal vorbereitet. Also, zu einem benötigen wir, wenn wir diese Gesichtsmaske machen, eine ganze Banane. Natürlich pürieren wir diese. Das habe ich dann schon mal gemacht. So sieht es dann das Ganze aus. Und zum anderen, das habe ich noch nicht reingemacht, benötigen wir unseren Honig. Diesmal nicht so wie bei den anderen Videos ein Esslöffel, sondern ganz normal ein Teelöffel. Das mache ich ganz kurz. Packen das Ganze rein. Verrühren das Ganze dann. Also ich schätze mal ein bisschen höher, damit ihr es sehen könnt. Ich verrühre das Ganze dann. Und wenn wir das Ganze verrührt haben, dann kommt der appetitliche Teil, denn zu einem kann man das ja natürlich auch essen. So ist es jetzt nicht, sondern schmeckt wirklich lecker. Aber bevor ich das jetzt komplett leer esse oder sowas, trage ich das natürlich auf die Haut auf. So. Dazu können wir jetzt, wenn wir sowas haben, was ich jetzt nicht gerade auf Lager habe, einen Pinsel nehmen und über das Gesicht streichen. Damit machen wir natürlich unsere Hände nicht dreckig, aber ich liebe es doch gerne mit meinen Händen irgendwie was zu machen und deswegen nehme ich mal meine Hand, die habe ich natürlich vorher gewaschen und trage das Ganze dann natürlich auf die Haut auf. Und wie beim letzten Mal gucke ich mich natürlich im Spiegel an, so damit ich auch alle Partien meines Gesichtes schön einstreichen kann oder nichts auslasse. Natürlich empfehle ich euch, wenn ihr das macht, dass ihr vielleicht vorher euer Gesicht so ein bisschen, oh, jetzt dachte ich, ich hätte gekleckert, dass ihr vorher euer Gesicht natürlich etwas abwascht, damit kein Dreck Partikel auf eurem Gesicht ist. Und wenn ihr das vielleicht noch habt, ein Peeling macht, so ein bisschen, damit die Hautfetzen von eurem Gesicht entfernt wurden. Wenn nicht, schaut euch zum Beispiel mein Video an, wie man Gesichtspeeling machen könnte oder könnte, kann. Und verwendet dieses, also das ist auch ziemlich gut und fühlt sich auch angenehm an. Und kann ich nur empfehlen, da ich das tagtäglich fürs Rasieren benutze, fühlt sich meine Haut wirklich viel, viel angenehmer, weicher an. Und ich bin eigentlich damit wirklich zufrieden. So, also ich habe jetzt alle Partien eingestrichen. Kontrolliere das nochmal. Diesmal sieht man das nicht so extrem wie bei den anderen Videos. Da konnte man das anhand von Quark oder weiß ich was natürlich erkennen. Aber diesmal ist
Da ist etwas heller und darum sieht man das nicht so ganz, vielleicht nur das Glänzende. Und bevor ich jetzt die ganze Zeit nur quatsche und mein Gesicht einstreiche, sage ich jetzt mal kurz hier an der Stelle Tschüss, also nicht jetzt so, dass es vorbei ist, sondern ich melde mich nach 15 Minuten, denn nach 15 Minuten soll die Maske nämlich abgewaschen werden. Oder 20, also je nachdem, wie lange ihr es drauf lassen wollt, kann man zwischen 15 und 20 Minuten drauf lassen. Und melde mich dann gleich auch wieder zurück. So, liebe Leute, also jetzt sind die 20 Minuten um. Ich habe mich jetzt für 20 Minuten entschieden. Ja, also hoffentlich erkennt man das jetzt, dass die Gesichtsmaske eingetrocknet ist. Also das Sprechen ist jetzt ein bisschen schwerer, dadurch, dass es ja doch ein bisschen zieht. Also man merkt schon, dass es etwas strafft, die Haut. Zudem ist die Oberfläche auch so ein bisschen matt, also so, dass man jetzt nicht unbedingt gleich die Haut, also die Maske abziehen kann. Und jetzt werde ich kurz mit lauwarmem Wasser die Gesichtsmaske natürlich erstmal abwaschen. Und wie beim letzten Mal beim Video werde ich natürlich, oder wie ich beim letzten Mal im Video erklärt hatte, werde ich anschließend noch mit kaltem Wasser nochmal nachspülen. Wenn ihr genau wissen wollt, warum, dann schaut euch das letzte Gesichtstutorial, Gesichtsvideo von Körperpflege natürlich an. Da erkläre ich es genau, warum oder welcher Hintergrund da ist, warum man das machen sollte. Also ich wasche dann kurz ab und dann bis gleich. So, ich bin dann wieder zurück, hab wie gesagt mein Gesichtsmaske jetzt abgewaschen, schon hatte kurz einen Hänger. Also ich habe jetzt abgewaschen. Zu einem fühlt sich meine Haut jetzt frischer an, natürlich. Das andere, wie gesagt, die Rötung oder sowas, gehen von einem Tag zum anderen oder von einer Sekunde zur anderen nicht weg. Von daher kann ich das jetzt nicht so ganz genau sagen, aber es ist wirklich so. Also ich benutze noch eine andere Gesichtsmaske gegen Pickel. Die habe ich das Tutorial oder die Körperpflege Sache habe ich auch reingestellt, also wenn ihr euch das mal anschauen wollt, also das hilft wirklich. Ich hatte zum Beispiel auf dem Rücken ein paar Pickelchen und benutzte schon seit 3, 4 Wochen und ja, es ist wirklich so, dass es wirklich hilft, also es ist weniger geworden. Und nur noch die einzige Sache ist im Gesicht und da probiere ich mittlerweile so viele Pflegemittel aus, also eigenproduzierte, die ich selbst mache oder also die ich im Internet google und dann wie jetzt euch natürlich weitervermittle, was wirklich auch hilft. Nicht so, dass ich jetzt sage, ich mache einfach so, ich suche was raus und mache ein Video einfach, um einfach ein Video überhaupt zu drehen oder euch irgendwas vorzugaukeln. Nee, ich probiere die Sachen wirklich länger aus und dann mache ich erst ein Video und empfehle diese natürlich weiter. Also, ja, also mehr gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen. Ich rieche jetzt noch schön angenehm. Also geschmeckt hat es auch sehr lecker mal wieder. Ich habe es jetzt doch etwas gefuttert von der Gesichtsmaske. Kann ich also nur empfehlen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Darum verabschiede ich mich jetzt hier von euch und hoffe natürlich, dass ihr die Gesichtsmaske vielleicht auch mal ausprobiert. Nicht für einen Tag, sondern für eine längere Zeit. Und könnt dann eure Erfahrungen damit natürlich mir schreiben. Freue mich natürlich über jede Kommentare. Also über jeden Kommentar von euch und natürlich auch Daumen hoch, also sehe ich immer gerne. Also dann bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Ausgabe von Körperpflege. Lasst euch überraschen, was ich dann euch zeigen werde.